Hi Leute, ich wollte jetzt noch mal kurz was zum Thema Training ich da sage. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Das war vom ganzen Aufwand, war mir so K.O., dass wir dann gestern direkt ins Bett gegangen sind. Und bei mir müssen wir beide arbeiten. Spider-Woman, Grüße an Co., ist hier schon am Arbeiten. Ich muss mich gleich fertig machen, muss danach bei dem Wetter nur raus, aber gut. Also, wir waren zuerst im Stadion und haben uns erstmal das Aufbautraining vom Aachen angeschaut. Und ich muss sagen, sehr guter Eindruck hinterlasse. Zum Zeitraum werde ich nachher noch was sagen, wie lange es dauert, bis er wieder zurück ist. Die sind dann rübergefahren in den Rote Teufel Sportpark, was ein riesig geiles Nachwuchszentrum ist. Ich kann es nur jedem nochmal empfehlen und zeigt eure Kinder, wenn sie Fußballinteresse haben, bringt sie hin. Es sind überall Nachwuchstalente unterwegs. Also besser gesagt, Scouts sind auch beim Rote Teufel Sportpark, es sind auch öfters so Talentscouts unterwegs, wo dann halt gerne die Spieler vorspielen lassen und dann gucken, ob sie in die Akademie oder sonst wo hinkommen. Da werde ich aber irgendwann auch noch was dazu sagen, anderes Video. Das Thema Training war mega, mega gut. Mega. Es hat riesig Spaß gemacht. Die Jungs haben riesengroße Intensität auf den Platz gebracht. Trotz zweiter Einheit, man muss ja sagen, dass sie auch morgens schon mal gespielt, trainiert haben. Aachen war jetzt halt allein in Lautern am Stadion und die Jungs waren in Mehlinge. Es war hohe Intensität. Die Jungs haben füreinander gespielt, miteinander gespielt. Ein Spaßfaktor war sehr hoch, aber für alle, selbst die Trainer, alle haben riesengroßen Spaß gehabt. Das war richtig zu spüren außen. Ich glaube, dass es gegen Kiel ein schönes Feuerwerk gibt. Ja, ich freue mich am Sonntag, kommt alle, es gibt noch Karten. Und also mein Gefühl sagt mir, dass du geht mal anders statt zur Sache jetzt. Die Jungs haben wieder richtig Bock nur der Pause, das hat gut getan. Sie sehen erholter aus. Also trotz zweiter Einheit, solche Einheit noch hinzulegen, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also die hätten auch wahrscheinlich noch Bock gehabt. Jo, gut. Zum Thema nach dem Training konnte ich noch kurz mit dem Co-Trainer reden und bezüglich Aremo fragen, wie lange es dauern könnte, Pi mal Daumen. Meine Vermutung lag ja Pokal oder danach. Aus Erfahrung sage ich jetzt mal, wie das zeitlich immer dauert. Und da liege ich auch gar nicht falsch. Also jetzt am Wochenende, das ist nicht möglich, das sehen wir ja schon, Aufbautraining. Er wird vielleicht auf der Tribüne hockt er oder vielleicht ist er im Kader, ich weiß es nicht, aber Spiele wird er nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem sehr guter Eindruck in der Los und ich gehe stark hinaus. Magdeburg wäre vielleicht schon früh, aber möglich. Und Pokal, glaube ich, da wollen wir nicht haben. Ich glaube, dass es auf den Pokal hin klappt. Ja. Ja, zum Training gibt es jetzt dazu nicht mehr viel zu sagen, außer dass das einen riesen Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass wir den Spaß auch alle gar im Stadion wieder spüren. Am Feuerwerk hinaus also am Sonntag. Da hat's richtig Bock, habe ich jetzt. Ja. So, das war's dann von mir. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, die Videos, die werden ja nach und nach jetzt hochgeladen. Die Tage kommt noch ein bisschen was zu Kiel und wir machen dann noch ein paar Trainingseindrücke und so weiter. Es wird im Laufe des Tages noch welche Videos hochgeladen. Abonniert, kommentiert und liked, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich auf jeden Support. Ja. Und ja, in diesem Sinne, euer Spidey.